Der frühere Nationalspieler Luis Holtby hat beim Hamburger SV nach einer Spielverweigerung keine Zukunft mehr. Der 28-Jährige stand bei der 0:2-Niederlage am Sonntag bei Union Berlin nicht im Kader, nachdem er Trainer Hannes Wolf darum gebeten hatte, ihn nicht zu nominieren. Der unfassbare Grund: Holtby ahnte, dass er nicht von Anfang an spielen werde. Bildergalerie: HSV, Trainer seit 2000, so schlecht lief es für Titz, Hollerbach, Slomka und Co. 43 Bilder: Wolf und Becker schließen die Tür, ich sage ja nicht bitte, bitte, komm mit. Kurze Zeit später wusste er zwar, dass das ein Fehler ist, aber dann bekommt man das nicht mehr gedreht, sagte Wolf. Sportvorstand Ralf Becker betonte, dass Holtby, dessen hochdotierter Vertrag Ende Juni ausläuft, nicht mehr für den HSV auflaufen werde. Wir sind auf der Zielgeraden, wo wir alle brauchen, und viele betonen, dass sie ihr Eigeninteresse hinten anstellen. Aber das war hier nicht der Fall, sagte Becker, der keinen Sinn darin sieht, Holtby in den letzten drei Saisonspielen noch einzusetzen. Auch die Teamkollegen sind alles andere als begeistert von Holtbys Verhalten. Es ist Wahnsinn. Jeder weiß, dass das kein Verhalten ist. Das sieht die Mannschaft auch so. Das ist nicht kollegial, zitierte die Bild Becker. Jetzt das aktuelle Trikot des Hamburger SV bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige: Bereits im März war bekannt geworden, dass der Verein den Kontrakt des 2014 von Tottenham Hotspur gekommenen Offensivspielers nicht verlängern wird. Let's block jetzt.